Mann heißt Joe Lomonaco, genannt das Zuckerschnäuzchen. Denn alle Geschäfte, die er macht, sind einfach Zucker. Und dieser Mann, na, den kennt ja wohl jeder. Inspektor Watkins, Scotland Yard, Abteilung Interpol. Ich habe einen Haftbefehl gegen Sie, Mr. Bryan, alias Charleston. Haben die Panzer bereits die Grenze? Mr. Morris? Oh, lieber verehrter Mr. Anderson, da freue ich mich aber, Sie zu sehen. Ich habe das Geld auch so wie besprochen im Koffer. Ich meine, ich habe es mitgebracht. $3 Millionen. Also quatschen Sie nicht so viel, Morris. Raus mit dem Zaster. Ich bin ja ein friedliebender Mann, wie Sie wissen. Aber irgendwann, na, Sie wissen ja. Ja, aber jetzt? Jetzt, wo ich doch hier bin? Alter Schwein, ich bin hier. Sie können nicht so einfach, das ist eine private Veranstaltung. Mach ich denn, Kleiner? Na, und dann ging's furchtbar los. Ich weiß nicht, ob ich mich mit den 3 Millionen... Vielleicht machen wir einen kleinen Nachschlag und sagen 5 Millionen. Sie dürfen mal kurz drüber nachdenken. Ja, aber hören Sie, 5 Millionen? Mein Boss wird mir die Ohren abschneiden, und wenn Sie mal die Verträge Quatsch, durchlesen Verträge wollen... Verträge sind was für Sesselpuper wie Sie. Also 5 Millionen oder Ihr Boss fliegt zum Mond. Gut, ich werde es ihm ausrichten. Braucht hier jemand was hinter den Löffel? Ja, du! Knick, knack, so, und noch einen für Oma. Wie nimmt man sich denn so klein? Hat dir das seine Mutter nicht beigebracht? Sieh mal da rüben! Tot den Frottisch! Nein! Aber nicht doch! Grüß Gott! Grüß Gott! Das sieht aber doch weißt du, ja. Oh, ich hab mal nicht nachgedacht. Verzeihung, darf ich rein? Ich glaube, du bist müde, Kleiner. Das fette Waschenlicker, das sieht ja scheußlich aus. Müssen wir mal Stück klopfen, was? Ja, da sehen Sie, nur eine Minute. Hier, das liebe Geld. Ach ja, der Vorschuss. Danke sehr. Verraten Sie mir vielleicht die Zahlen? Nicht doch so dumme Witze. Sind doch ein Zettel. So, ja, das hatte ich vergessen. Ja. Und das ja, sehr schön. Und der Rest. Ach ja, das Kleingeld vergesse ich immer. Ja. Der neue Bud Spencer, dieser Film ist riesig, klasse, spitze, einmalig. Dieser Film ist der absolute Superknaller.